Was geht, beautiful Party People? Herzlich willkommen zu Part 2 von The Witcher 3. Wir machen weiter mit unserer Quest hier und suchen den Greif. Nach Novigrad. Gehen wir mal weiter, oder? Ich glaube, hier gibt es nicht mehr wirklich was zu looten, aber ich will mal schauen, was da hinten gibt. Was soll das? Entschuldigung, das wollte ich nicht. Sprich mit dem Kommandanten. Sprichst du doch mit dem Kommandanten? Kann ich da lieber sprechen? Hui! Gibt's hier Loot? Hallo! Okay. Nehme ich. Oh! Oh! Hohoho, Loot, Loot, Loot. Kann ich da runterspringen? Wieso kann ich da nicht runter gucken? Ich muss das ausprobieren. Weil darüber kann ich nicht springen. Ist das Wasser tief genug? Kann ich überhaupt schwimmen im Spiel? Geronimo! Oh shit. Upsi. Ach nö, jetzt muss ich da nochmal rüberlaufen. Echt jetzt? Oh Mann, ey. Ich bin auch so ein Heini. Inventar. Hä, das war doch jetzt meisterlich, oder nicht? Was machst du? 22 bis 26. Du machst 25. Du machst auf jeden Fall mehr Damage. Leichte Rüstung. Plus 10. Gott, schaut das furchtbar aus. Da bleibe ich schön bei Fashion Souls. Hui. So, gehen wir mal einen Greif jagen. Ich wollte doch nur zu meinem Pferd. Ich will noch nicht schnell reisen. Wo bist du denn? Ich muss mir da passende Musik suchen. Los, Blitze. Reite wie der Wind. Geschwind. Beweg dich. Beweg du dich. Barbaren. Müssen wir bar. Geht ab. Das sind Blümchen. Mach mal Platz hier. Selber, hey. Hilf einem anderen Reisenden. Was willst du denn? Was ist passiert? Monster! Monster aus dem Sumpf! Man hat mir gesagt, dass die Straße voller Gefahren ist, aber ich wollte nicht hören. Das habe ich nun davon. Ja. Weniger Gejammer, mehr Informationen. Was ist passiert und wie kann ich helfen? Aber ich arbeite nicht umsonst. Hexerkodex und so. Also, ich war unterwegs zu den Schwarzen, um zu handeln.
Plötzlich ging mein Pferd durch und galoppierte vom Weg ab. Wir haben einen Baumstumpf getroffen, ich flog runter und Pferd und Wagen rasten weiter. Dann hörte ich Geblubber, Gewirr, Geschlürfe. Etwas kam aus dem Morast und verschlang den Gaul mit Huf und Haar. Meine Waren sind bestimmt noch im Wagen, aber ich fürchte mich zu sehr, um nachzusehen. Könntest du vielleicht? Mir ist vor allem eine kleine Schachtel wichtig. Bring sie mir. Ich flehe dich an. Deine Mom ist eine alte Schachtel. Gut, ich suche nach deiner Schachtel. Wenn ich diese Schachtel habe, gebe ich dir Bescheid. Nee, ich drück doch. Hey, ich drück doch. Ah! Ih, ein Wag. Was ist ein Wag? Alter! Ja, brenn! Loot, Loot! Wo ist der Wag hin? Der war groß und dick. Noch mehr Loot? Loot, Loot! Ah, guck mal. Schau mal, da sehe ich ja was. Wagenspuren, sie führen in den Sumpf. Ja, dann gucken wir doch mal im Sumpf hier. Pferdchen. Oh. Au, 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 au. Und jetzt? Oh, lecker, Honig. Ah, das ist ja der Wagen. Da ist der Wagen. Ich glaube, ich habe jetzt gleich ein Problem, kann das sein? Herzog Wasser. Ist mit Pfeilen gespielt. Interessant. Ich sollte mich umsehen. Ja, das sollte ich wohl. Oh, hallo. Warte mal. Direkt ins Genick. Guter Schuss. Entweder hat der Kaufmann ein miserables Gedächtnis oder er lügt. So ein kleines Schweinchen, der Kaufmann. Ui. Ist hier noch mehr? Mann! Gib mir mehr Honig. Honig, Honig, Honig!
Kaboom! Wo ist denn jetzt diese dämliche Schachtel hier? Ah. Das muss die Schachtel sein, die er erwähnt hat. Mit Blut bespritzt. Menschenblut. Lecker. Was bist du denn für ein ekliges Viech, ey? Hallo? Hallo? Beruhigen Sie sich. Ja, genau, hau ab. Warte mal. Ich check nicht, wie ich mein Zeug esse. Das war Knobbers. So, Herr Händler. Und jetzt will ich keine Märchen hier mehr hören. Oh, und? Hast du die Schachtel? Ja, ich habe deine kostbare Schachtel gefunden. Und dazu jemanden, der verdächtig nach einem Kutscher aussieht. Mit einem Pfeil im Hals. In diesem Sumpf gibt es keine Dryaden und Ertrunkene und Wasserweiber verschießen keine Pfeile. Da es keine weiteren Verdächtigen gibt, schätze ich also... Vorsicht! Hinter dir! Hinter mir ist nichts. Ich bin ein Hexer. Ich hätte es gehört, wie ich dein Herz höre. Das klopft, wie das eines Lügners. Du solltest hoffen, dass du besser reitest, als du lügst. Ja... Ich muss ihn zur Rechenschaft ziehen. Hallo? Plötze? Plötze! Beweg dich! Ja, kriege ich dich dann? Du weißt schon was. Der stand doch gerade noch neben dem Pferd. Jetzt muss ich noch die Leichen verstecken. Vor der Wahrheit kannst du nicht davonlaufen. Nicht mal davon reiten. Also, wer bist du? Und warum hast du den Wagen angegriffen? Obergefreiter Hans Germer, 6. Temerische Division, 2. Regiment. Der Hans Germer! Aber noch aktiv, im Untergrund, in den Wäldern. Das war ein Medikamententransport. Ich will verdammt sein, wenn er die Schwarzen erreicht. Das Medikament, unsere Jungs können das auch gebrauchen. Wir haben viele Kranke. Jetzt lass mich gehen, dann überleben sie vielleicht und können für einen freien Norden kämpfen. Du kannst gehen, aber das Medikament behalte ich.
Ja. Sowieso finden und töten. Wozu es verschwenden? Nimm es und erstick dran. Mach ich. Verbrenn dich gleich. Penner. Du kleiner Penner. Hey. Okay, ich kann mich mit meinem Touchpad drehen. Alles klar. Wie weit bist du? 210? 200. Ah, hallo. Geh mir doch aus dem Weg, ey. Auf Plätze. Oha, Plätze. Oha, Plätze. Loot, Loot? Loot. Geh mal her. Lecker Blümchen. Hallo? Störig? Gar nicht. Gib mir den Zweizahn. Das ist die rote Blüte. Nanu, da kennt sich einer mit Kräutern aus. Das wäre wohl übertrieben. Aber ein bisschen weiß ich. Zum Beispiel, dass Zweizahn giftig ist. In hohen Dosen. Niedrige sind schmerzstillend und bereiten schöne Träume. Das ist alles, was ich für sie tun kann. Hat der Greif sie so zugerichtet? Lena? Ja. Hat sie nachts angegriffen. Sie ist durch den Wald gelaufen. Nachts? Durch den Wald? Im Krieg? Wegen eines Jungen. Die Jugend tut dumme Dinge der Liebe wegen, weißt du? Die Wunden heilen, aber sie wird trotzdem sterben. In ihrem Schädel sammelt sich das Blut. Dagegen können meine Tränke nichts ausrichten. Ich könnte versuchen, ihr mit einem meiner Tränke zu helfen. Schwalbe kann innere Blutungen beheben. Aber? Hexertränke sind nichts für Menschen. So stirbt sie auch. Ja, meinen friedlichen Tod von deinen Tränken beruhigt. Wenn ich ihr Schwalbe gebe und etwas schief geht, das ganze Dorf wird sie schreien hören. Ich verstehe. Mach, was du meinst. Ich suche Kreuzdorn. Weißt du, ob in dieser Gegend welcher wächst? Mhm. Am Grund des Flusses, wo er am breitesten ist. Aber du weißt, sobald er nicht mehr im Wasser ist... Stinkt er schlimmer als ein 7 Tage alter Kadaver? Das will ich doch hoffen. Ich jage den Greif. Der Kreuzdorn ist der Köder. Das ist seltsam. Vor ein paar Jahren hatten wir Ärger mit Ertrunkenen unter der Brücke. Das ganze Dorf musste zusammenwerfen, um einen Hexer anzuheuern. Wer kann sich denn jetzt die Belohnung auf den Greifenkopf leisten? Hauptmann Peter sah so und so. Wie schön, so und so. Dass die Schwarzen an unserem Wohlergehen liegt. Ich fand den nett. Kaiser M. hier dürftet ihr egal sein, aber diesem Hauptmann nicht. Der kommt mir anständig vor. Es gibt keine anständigen Männer in der Armee, nur Befehle. Du bist nicht von mir. Ja, gut. In dir steckt so viel Bitterkeit. Zu viel für eine Frau, die ihr Leben in einer Hütte mitten im Nirgendwo verbracht hat. Stimmt. Und du hast es eilig. Sonst bräuchtest du keinen Köder, sondern würdest einfach warten, bis der Greif wieder zuschlägt. Ich glaube, wir könnten ein interessantes Gespräch führen. Was? Nächstes Mal vielleicht. Ja? Erzähl mir mal deine Geschichte. Erzähl mir etwas von dir. Vielleicht deine Geschichte. Die ist traurig. Kennst du den Tempel der Melitele in Elanda? Ob ich den kenne? Ich weiß nicht, wie oft ich dort war, um mich von Mutter Nenneke zusammenflicken zu lassen. Dann haben wir uns wohl verpasst. Ich habe bei Mutter Nenneke die Heilkunst studiert. Ich war erst 18, als sie mich aufnahmen. In diesem Alter ist die Liebe viel interessanter als irgendwelche Lehren. Da war ein Junge. Goslav. Er arbeitete mit nacktem Oberkörper. Die Novizinnen konnten die Augen nicht von ihm lassen. Sie stolperten über ihre Füße und ließen alles fallen. Ich verließ den Tempel für ihn. Wir verbrachten einen herrlichen Sommer zusammen. Und dann ging er fort. Nenneke weigerte sich, mich wieder aufzunehmen.
Meine Eltern sagten kein Wort. Sie gaben mir nur einen Reiseumhang und eine kleine Geldbörse. Ich kämpfte lange, um einen Ort zu finden, an dem ich mich sicher und nützlich fühlte. Bis ich hier ankam. Ende der Geschichte. Wow. Hast du irgendwelche Kräuter zu verkaufen? Ich finde sicher etwas. Das sind Rezepte. Absurd. Leb wohl. Voldemort. Was ist eigentlich mit dir? Kann ich jetzt hier Schwalbe machen? Sorry, aber du musst sterben. Das ist näher. Stopp! Oh, das ist eine Mission. Na super. Tauchst du mal wieder auf? Verloren, meine Liebe? Nein, nicht den Schlüssel. Meine Pfanne. Du schaust doch aus. Steht leer. Stand sie jedenfalls bis zum Abend vor der Schlacht. Dann lief ein Mann da rein, der tat, als gehöre ihm alles. Stand später an meinem Fenster und lugte hinein. Muss mich gesehen haben, denn als nächstes kam er direkt auf mich zu. Da schnappte ich meine Pfanne zum Schutz. Aber er sagte nur höflich, meine Liebe, hättest du wohl etwas Birkenrinde oder Blaubeeren, vielleicht auch ein paar Kohlen? Ich sagte, nein. Und du bist ja verrückt, dass du die Leute nachts um solchen Schnickschnack bittest. Aber ich sah, dass er gar nicht zuhörte. Er starrte auf die Pfanne wie eine Elster auf den Kopper. Leih sie mir, Mütterchen, ich geb sie dir morgen wieder. Da hab ich gestaunt. Was will er denn nachts braten? Aber ich hab ein gutes Herz, da hab ich sie ihm gegeben. Faszinierende Interessant. Geschichte. Kommst du bald zum Ende? Vor Tagesanbruch ja. Noch ein anderer angeritten. Aber morgens brach nur der erste Mann auf. Verschloss die Tür, sprang auf sein Pferd und ich habe weder ihn noch meine Pfanne wiedergesehen. So ein Mist aber auch. Verrußt und nicht viel wert, schätze ich. Aber eine andere habe ich nicht. Willst du mir nicht helfen, Jungchen? Einer alten Witwe die Pfanne zurückbringen? Ich kriege diese Tür nicht aufgebrochen.
Angst. Es stinkt so schlimm. Ich glaube, der andere Kerl. Wenn ich mir dich anschaue, kann ich mir denken, warum es so stinkt. Mein erster Pfannenauftrag. Gut, ich geh mal rein und. Mein erster Pfannenauftrag. Du solltest lieber hier warten. Nur für den Fall. Soll ich? Bam! Gib mal. Bäh. Eine Leiche. Das erklärt den Gestank. Monokel mit Sprung. Interessant. Wie bitte, mein Lieber? Nichts, nichts. Seine Kehle, er wurde erdrosselt. Dann einige alte Narben. Wie bei einem Soldaten. Und wenn ich mit mir selbst rede, heißt es, ich wäre übergeschnappt. Oh. Oh. Loot, loot, loot. Dokumente, fast komplett verbrannt. Ein paar Fetzen sind noch leserlich. Hast du die? Ah, die unbezahlbare Bratpfanne. Hm, sauber geschrubbt. Der geheimnisvolle Mann hat wohl weniger die Pfanne gebraucht, als vielmehr den Ruß zum Tinte machen und Briefe schreiben. Hast du die Pfanne gefunden? Ah. Glaube, das war's hier, oder? Es wäre hell. Abracadabra. Hier, deine Bratpfanne. Meine? Aber die war völlig verrußt. In dieser hier könnte ich mich spiegeln, wenn ich wollte. Aber die Zeiten sind lang vorbei. Der Mann hat den Ruß gebraucht. Er hat ihn abgeschabt, um Tinte daraus zu machen. Musste wohl dringend einen Brief schreiben. Und hat eilends ein paar andere Dokumente verbrannt. Und der andere Mann? Er ist tot. Ruf ein paar Jungs und begrabt ihn beim Dorf. Aber tief, damit die Leichenfresser ihn auch nicht ausgraben. Ich rate euch gut, sagt den Schwarzen nichts von der Sache. Warte mal, du hast dir ein Zeichen meiner Dankbarkeit verdient. Hier, Söhnchen. Für die ist doch nicht so, dass ich dein Haus schon leer geräumt habe, ne? Danke. Boah, den Weißfisch würde ich auch nehmen. Los, lauf! Den Weißfisch würde ich auch nehmen. Oh Gott. Also plötzlich dich zu lenken ist ja echt not the yellow from the egg. Ja, ich habe die Nebenquest gesehen. Ups. Notstopp. Handbremse. Jemand zu Hause? Muss wohl auf der Jagd sein. Die Spur ist frisch. Mislav ist gerade weggegangen. Immer schön verfolgen hier. Was geht, Mislav? Bist du Mislav? Ja, Wölfe. Wilde Hunde. Ja, gefährlicher als Wölfe.
Hunde gefährlicher als Wölfe? Wohl kaum. Es stimmt. Weißt du warum? Nein, aber du wirst es mir wohl sagen. Wölfe jagen, um zu fressen. Wilde Hunde töten zum Vergnügen. Genau wie Menschen. Ja, sie haben viel von uns gelernt. Warum nicht auch Grausamkeit? Ja. Ich bin eher Großwildjäger. Die Nilfgaarda, die der Greif getötet hat. Wo hast du sie gefunden? Ah, verstehe. Du bist ein Hexer. Der Monsterschlechter, von dem sie im Dorf reden? Mhm. Ich zeig's dir, sicher. Aber ich muss diese Köter töten, bevor sie jemanden verletzen. Hilfst du mir? Falls es dir nichts ausmacht, dir an ihnen die Silberklinge stumpf zu machen. Warum nicht? Sicher. Der Greif läuft. Dünn, dünn, dünn. Nein, aber die Hunde vielleicht. Seien wir leise. Komm. Sind diese Hunde schon länger ein Problem? Seit Anfang des Krieges. Soldaten unterwegs. Vergewaltigen Frauen. Erwürgen sie. Töten ihre Männer zum Spaß. Sogar Kühe schlachten sie. Aber Hunde? Vielleicht ein Tritt im Vorbeigehen. Nicht mehr. Und die Streuner bilden dann Rudel. Sie sind ausgehungert, nur Fell und Knochen, dazu räudig. Aber sie sterben einfach zu spät. Noch ein Angriff. Räudige Hunde. Zeig mir, was du zu bieten hast. Alter. Hörst du auf? Verbrenne! Mistviecher. Hundeteig. Rohes Fleisch. Und nochmal Hundeteig. Ja, dem ging es nicht mehr gut. Du kennst ihn? Wir haben zusammen im Herrenhaus gedient, wo jetzt die Armee der Schwarzen lagert. Er war Stallbursche, ich Jäger. Aber das war bevor... Jedenfalls ist es lange her. Dieter geht's gar nicht gut. Es war wovor? Bevor sie mich aus dem Dorf vertrieben haben. Was hast du gemacht? Nichts. Ich bin ein Sonderling. Tut mir leid, ich möchte nicht drüber reden. Ich möchte auch nichts darüber wissen. Ich bin doch ein Sonderling. Ja, aber von anderer Art. Wenn es Lykanthropie ist, kann ich helfen. Was? Lykanthropie, Werwölfe. Ich hatte schon einige Fälle. Meistens ist es ein schlichter Fluch, der... Florian, der Sohn des Herrn und ich, liebten uns. Von hinten. Peter hat uns im Stall überrascht. Mich haben sie verjagt. Florian hat sich aufgehängt. Der Herr begann das Saufen und das Gut verfiel. Jetzt weißt du es. Also, kannst du mir zeigen, wo du die Nilfgaarda gefunden hast? Ich bin ein Bastard, ich weiß es. Weißt du etwas über ihn? Oh, nicht viel. Gehört nicht zu meiner üblichen Beute. Du aber zu seiner. Schon deine Überlebensinstinkte sollten dich aufpassen lassen. Ich gehe leise durch die Wälder. Mich hört und sieht kein Greif. Das denkst du? Du hättest ja auch mal ruhig irgendwo ein Pferd besorgen können, Alter. Muss ich mir irgendwo mitten durch die Wälder hinterherlaufen? Schweinerei. Hier war's. Einer lag dort, beim Stumpf, ohne Kopf. Ein anderer hing vom Ast, ausgeweidet. Gedärme reichten bis... Pass gut auf dich auf. Ich komme schon zurecht. Das ist nicht der erste Greif, mit dem ich zu tun habe. Wird wohl auch nicht der letzte sein. Hoffentlich hast du recht. So ist es.
Jetzt Weidmanns Heil. Weidmanns Heil, Petri Heil. So. Was haben wir denn hier? Mehr Leben? Mehr Leben. Die Nilfgaarder haben gefeiert. Der Greif hat sie gestört. Ich würde auch sagen, dass er sie gestört hat. Lecker. Ein Lager? Das hört sich doch viel näher an. Kommt sie jetzt her oder lasst du mich in Ruhe, ihr Scheißviecher, ey? Nicht so tief, Rüdiger. Ja, und jetzt? Ah. Was ist denn da unten? Na toll. Was ist das? Als ob man extra aus diesem Hexer-Ding... Muss ich überhaupt in der Hexer-Ding bleiben für die Spuren? Ja, sieht so aus. Oh, das ist so laut, ekelhaft. Ja, und jetzt? Da. Ja, halt dich bloß nicht fest. Warum denn auch? Das Greifennest. Oder was davon übrig ist. Der Honig. Die Leiche ist ein paar Wochen alt. Der Mann hat noch gelebt, als der Greif ihn hergebracht hat. Ein langsames Sterben. Knochen, Pferd, Hund, Mensch, einige Monatsvorräte. Einige Monatsvorräte? Das Weibchen, die Maden in ihren Wunden sind schon geschlüpft, ist mindestens seit einer Woche tot. Der andere kann ein Männchen sein. Tiefe Schnitte am ganzen Körper. Kein Tropfen Blut am Schnabel und an den Klauen. Hat sich nicht verteidigt. Müssen sich angeschlichen haben, als es schlief. Abgenutzte Schnabelspitze, graues Haar im Fell. 10, 12 Jahre alt. Greifen ein junger Hüpfer. Zusammen, wenn sie jung sind. Das Männchen muss etwa das gleiche Alter haben. Dicker Schaft, dichte Fahne. Ein Königsgreif. Das erklärt, warum das Männchen, dem ich begegnet bin, so aggressiv war. Er hat erst die Nilfgaarder hier im Wald gejagt und dann angefangen, durch die Gegend zu stromern. Ich habe getan, was ich konnte. Ich sollte mit Wesemir reden. Oh, was ging hier ab? Ja, ich will ja untersuchen, hallo? Verbrannt. Das können nur Menschen getan haben.
Die Schweine. Aber ist wohl gar nicht so relevant, ne? Kommen sie her, Plötze. Guter Plötze. So ist gut. Magie? Mach. Magie. Lehrer. Spawnt hier wieder so ein Kackgeist? So, ich muss gedrückt halten. Sehr schön, sehr schön. Wir werden Sterrer. Ich verstehe das nicht. Was soll das bedeuten? Das ist immer aktiv. Habe ich die schon? Ja. Ah. Zehn Prozent. Okay. Oh, Pfeile ablenken. Oh, das könnte interessant sein. Das hier ist noch uninteressant. Eigentlich ist gerade das hier am interessantesten, ne? Wieder Teil der leichten Rüstung, Mittelschwere, Schwerrüstung, Stoffwechselkontrolle. Angriff ist die beste Verteidigung. Das brauche ich, glaube ich, nicht. Bombenschaden. Oh, Essen regeneriert 20 Minuten lang Vitalität. Das nehmen wir doch. Los, Plötze. Upsi. Auf jetzt, Plötze. Wir haben einen Greif zu erledigen. Oder zu erlegen. Tututum, tututum, tututum. Hörst du? Lauf, Plötze. Bitte wenden, Plötze. Danke. Ja, ja, das schauen wir uns mal nachher an. Ich will jetzt erstmal den Greif killen. Das schauen wir uns später an. Guter Mann, dem gehören die Felder am anderen Flussufer. Am Wald? Dorian Klimmig. Guter Mann, Meister Hexer. Obwohl er... Schon gut. Dieser Bojan. Wagt er sich bald her ums... Ja? Was ist denn, Wolf? Weißt du, dass es schon ein halbes Jahr her ist, seit wir den Bies in Vorune gejagt haben? Ja, obwohl es nicht nur ein Bies war. Wie hieß der Bastard? Dugan? Möge die Erde leicht auf ihm ruhen. Die Dinge waren schon mal einfacher. Monster waren böse, Menschen gut. Jetzt ist alles durcheinander. So war das schon immer.
Du hast es nur vergessen. Ha, du musst gerade auf meinem Alter ganz genau arbeiten. Du bist selbst schon fast 100. Was? Es gibt gute und schlechte Neuigkeiten. Die gute zuerst. Der Hauptmann der Nilfgaardischen Garnison weiß, wo Yennefer hin ist. Die schlechte. Wir müssen den Greif für ihn töten. Was sollte er sonst von zwei Hexern verlangen? Weiter, sag mir, was du weißt. Der Greif hat sein Lager verlassen. Wir müssen einen Köder auslegen und eine Falle stellen. Und? Wie geht's voran damit? Ich hab den Kreuz... Der Besoffene! Intensives Aroma. Gestank wohl eher. Du Stadtjunge. Verwesung, Dung, Pisse. Das sind übliche Gerüche auf dem Land. Weißt du noch? Die Jagd auf den Zeugel in dieser Müllhalde in Dreiberg. Du hast den halben nächsten Tag gebadet und dich geschrubbt. Wie könnte ich das vergessen? Wirst du je aufhören, es zu erwähnen? Hätte ich aber auch gemacht. Er ist ein Männchen und hatte ein Nest im Fuchswald. Die Nilfgaarder haben das Nest niedergebrannt, sein Weibchen getötet und die Eier zerstört. Und geglaubt, das Problem wäre gelöst. Immer das Gleiche. Statt einen Experten zu holen, versuchen die Leute es selbst und machen alles noch schlimmer. Schön. Wenn alles yes, so ist, sag Bescheid. Dann legen wir los. Zeit für die Falle. Bereit. Warten bringt nichts. Suchen wir einen guten Ort für einen Hinterhalt. Ich weiß schon einen. Die andere Flussseite. Da sind Felder und ein Wäldchen. Viel Platz und weit genug weg, dass uns niemand in die Quere kommt. Gut, wir treffen uns dort. Dank Donner. Ja, okay. Hast du mir doch vorhin schon angezeigt. Okay. Ich hatte doch noch... Hatte ich nicht noch eine Waffe? Sogar besser als die, was ich jetzt habe, ne? Zwar nur ein bisschen, aber es ist besser. Gibt es irgendwie alles als Nein, gibt's wohl nicht. Mein innerer Monk muss das ganz kurz hier mal erledigen. So, los geht's. Vorwärtsplätze. Oh, da bist du Plätze. Piep, 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 piep. Halt! Juckt mich ja total, dass du halt gesagt hast. Plötze? Hey. Tja, Breiten ist echt, das haben sie nicht so geil hingekriegt in dem Spiel. Komm jetzt. Ein Fluss, goldene Getreidegarten, charmanter Ort.
Ideal für einen Hinterhalt. Ich weiß, worauf ich achten muss. Und? Bereit? Wir können anfangen. Der Wind steht gut, der Ködergeruch wird sich rasch verteilen. Jetzt müssen wir nur noch warten. Komm, wir verstecken uns im Schatten dieser Birken. Birkensaft. Und es sind halt wirklich Birken. Sag mal, wenn wir Yennefer finden, was machst du dann? Hast du einen Auftrag im Sinn? Nein, ich gehe nach Kaer Morhen. Bisschen früh für die Winterpause. Der Schnee ist noch weit weg, ja. Das ist ja das Problem. Nilfgaard hat den Ponta im Osten überquert. Sie sind also etwa 7 Tagesmärsche von Kaer Morhen entfernt. Erreichen Sie das Tal, bevor die Pässe eingeschneit sind. Nun, wir müssen unsere Spuren verwischen, unsere Wege vertuschen. Wo wir vom Wintereinbruch reden, meinst du, du kommst dieses Jahr? Vielleicht. Vielleicht mit einem Gast. Ich kann mir gut vorstellen, dass ich mit einem Gast komme. Hält uns aber ganz schön an hier. Herzlich willkommen. Warte, nimm dies. Meine Armbrust. Im Kartenspiel gewonnen, während du durch die Gegend geturnt bist. Könnte noch nützlich werden. Sieh einer an. Uns Lektionen über Laster halten, aber selber ein Spieler sein. Hör auf zu reden. Wir müssen einen Greif töten. Wow. Upsi. Ups. Kannst du mal aufhören? Was war das war noch Ding hier, ne? Ich hab doch gedutscht. Das war das, was sie bewegungsunfähig macht, oder? Ja, macht sie voll bewegungsunfähig. Ja, Loser. Ich hab doch gedrückt. Wo ist er denn? Plätze!
Ja, komm, lauf halt nicht dran vorbei. Kannst du bitte... Also das Pferd ist echt furchtbar. Kann ich immer bitte irgendwie hoch? Echt jetzt? Wieso trifft mich das? Kann ich dich eigentlich parieren? Nein, ich kann ihn nicht parieren. Wow. Du Scheißviech. Brenn! Nimm einen aufgeladenen. Und einen auf Marsch. Und ein Brötchen. Stirb! Easy! Schön mit der Lichteinblendung. Nicht schlecht. Ich weiß, danke. Man lernt nie aus. Man lernt bis an sein Lebensende. Hexer nicht. Es sei denn, sie wünschen ein frühes Ende. Später mehr dazu. Bring den Schwarzen den Greifenkopf. Ich mach die Pferde bereit. Treffen wir uns in der Herberge. Okay, Chef. Hallo, ich will dich looten. Hallo? Looten? Hä? Ja, versuche ich doch. Ach, hier. Monsterherz. Staub, Greifenei. Greifenmutter gehen. Du hast der Mutter Gen gefunden. Verwende es, um deine Fähigkeiten zu verbessern oder einen besonderen Trank namens Mutter Gen herzustellen. Okay. Greifentrophäe. Wird bestimmt lecker jetzt. Ja klar. Mit dem Buttermesser schneidest du diesem Viech jetzt den Schädel ab. Ist da mehr? Ich will mehr Loot. Drücken sie sich. Auf Plätze. Warte, ich kann doch hier schnell reisen, ne? Nicht so schnell Plätze. Los Plätze. Was laberst du? Hallöchen. Herr Igluir. Was geht? Platz. Was zum Teufel ist das? Roggen. Hältst du mich für blind oder blöd? Dieses Getreide ist verdorben. Das wusste ich nicht. Für blöd also. Verdammt, ihr lernt es nie. Militärkodex Artikel 2 Abschnitt 3. Auf die Lieferung schadhafter Güter stehen 15 Knutenhiebe.
So soll es sein. Nein, bei den Göttern, nein! Knut und seine Hiebe. Hättest du mal anständiges Zeug geliefert, mein Freund. Dann wäre dir das nicht passiert. Was? Du hast die freundliche Maske also fallen lassen. Das war keine Maske. Ich habe die Hand ausgestreckt. Diese Leute haben drauf gespuckt. Vielleicht, weil sie das Schwert hielt, mit dem ihre Lieben getötet wurden? Ein Moralist. Und was hättest du an meiner Stelle getan? Ich hätte nie an deiner Stelle gestanden. Sag mir, was du hier willst. Ich habe meinen Teil der Abmachung erfüllt. Wo ist Yennefer hin? Nach Vysima. Dann war sie die ganze Zeit nur eine Tagesreise entfernt. Vor meiner Nase. Das hättest du gleich sagen können. Ja, hätte ich. Aber dann hättest du den Greifen nicht getötet. Wie du mir. Halt! Wir sind noch nicht fertig. Dieses Gold gehört dir. Damit du nicht sagst, du wärst unzureichend entlohnt worden. Hier nehme ich das Gold. Da muss ich doch nicht lange überlegen, ey. Aua, aua, aua. Wo ist denn der Typ, der ver... Ach, hier drin. Ich will da rein. Möge die Sonne auf dich schauen. Aufhören! Bitte! Aufhören! Hey, man kommt da gar nicht rein. Und wie kriege ich den Schlüssel? Naja, das ist sein Problem, würde ich sagen. Ich habe hier niemanden verprügelt. Schlechte Lieferungen gebracht und so und so. Und so und hoch und hoch und runter. Es geht aber schneller hier. Na los. So wird's nie was mit dem dicken Bizeps. Ja, genau. Schön sauber. So, meine Lieben. Ich sag mal, wir beenden den Part hier auch. Wir haben den Greifen gekillt. Und im nächsten Part geht's weiter mit der Jagd nach Yennefer der Hollen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich freue mich über jeden Like und Kommentar. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao. Alle 3 Monate baden. Lecker.